Und das ist wirklich asozial. Asozial. Ja, kann man nichts anderes zu sagen. Oder doch? Doch. Was denn? Fällt mir nicht ein, aber es gibt andere Wörter, die besser passen. Ich höre schon wieder einen Magma-Slime. Magma-Slime. Ja. Nehmen wir mal Spaß beiseite. Ist doch... Also, es gab schon Petitionen im Internet und die wurden einfach überhört. Ignoriert. Ignoriert, genau. Das ist. Danke. Alter. Das ist wirklich extrem, aber wenn wirklich alle Leute wechseln, weißt du, Telekom ist ja so ein Gigant, was deutsche Netze angeht. Das Telekom-Netz ist ja auch noch so beschissen, dass sie sich das noch erlauben. Ja. Wirklich, das war ja, glaube ich, mit einem Wechsel der Führung. Also der Chef hat gewechselt und dadurch, der wollte dann gleich halt. Warum hat er wohl gewechselt? Ja, und der neue Chef, der will das dann halt durchsetzen. Also ich bin echt kein Telekom-Freund. Ich schon gar nicht. Also, als ich das in den Nachrichten gehört habe, habe ich schon Krätze gekriegt. Scheiß Telekom oder was? Ja. Ne, ich hab's ja live miterlebt. Aber, naja, wenn sie das durchsetzen, dann werden wirklich jetzt, sagen wir mal, alle Zocker wechseln. Und Leute, die sich wirklich nicht gut mit dem Internet auseinandersetzen und auch nichts davon mitkriegen, die werden sagen, noch scheiß drauf. Ich denke aber auch, dass normal Leute bleiben, weil 16 Stunden am Tag ist echt schon eine geraume Zeit eigentlich. Eigentlich, warte, wie lange bin ich dann in Höchstzeiten wach? Oder wie lange, nee, du bist den ganzen Tag wach, also 24 Stunden. Ja. Aber nicht im Netz. Wenn ich könnte. Red mal weiter, ich muss bei dem rechnen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das mit den 60 Stunden auch wirklich stimmt. Es könnten auch weniger sein. Ich meine, ich glaube, es unterscheidet sich auch. Zum Beispiel, man kann nur, ich weiß nicht, ein paar Stunden online zocken. Aber, und ich glaube, nur zwei große Filme am Tag gucken. Und sowas. Also es unterscheidet sich auch, was die Power des Internets drüber angeht, oder nicht. Also ich schaffe die 60 Stunden nicht, dafür schaffe ich zu viel. Naja, man, ein Durchschnittsmensch schläft 8 Stunden am Tag. Was bleibt dann noch übrig? 60 Stunden. Richtig. Aber die hängen die ganzen Tag im Netz. Genau. Obwohl, mit Handy ja, aber sonst nicht. Genau, das Handynetz, das will die Telekom ja so unbedingt. Auch noch? Ja, nee, das will sie ja hervorheben dadurch, dass mehr Leute aufs Handynetz umsteigen. Und das ist ja hier das Problem. Hä? Das Netz ist schon beschissen. Ja, eben. Wenn da jetzt noch mehr einsteigen, dann braucht man ja das Handy gar nicht mehr anpacken. Dann kannst du besser wechseln. Sowas halt. Ist einfach. Ja, was soll man dagegen tun? Einfach wechseln. Würde ich. Ein Appell an alle, die. Rufmord. Nicht ganz. Rufmord. Ein Appell an alle, die das stört. Wir hatten kurz eine Nachricht von Telekom oder so. Beklagt wegen Rufmord. Quatsch. Ja, 10 Jahre gucken sie sich an, ne, und dann. Nee, ich will da jetzt nicht groß was zu sagen. Aber den. Sag's doch einfach so, dass es deine eigene Meinung ist. Da kann keiner was sagen. Okay, meine Meinung ist: Wechsel, wenn's dich stört. Aber ich muss mich da nicht groß aufregen. Ich bin nämlich nicht bei der Telekom. Schluss, aus, Ende. Ne? Und das war ein Interview mit Beltem. Nein, Spaß. Ja. Ja, was machst du denn da so Feines? Ich mach Lava aus. Ja, ich merke das schon, das sieht sehr spannend aus und so. Ja, deswegen habe ich dich dazu geholt, weil ich schon wusste, dass hier so viel Lava ist. Das ist ja sehr ziemlich langweilig. Nein, Spaß. Und ja, das mit dem Lava ausmachen ist nötig. Echt? Ja. Kann man hier einfach Wasser rüberschütten und dann das abhacken? Das wäre super, aber das Blöde im Neta ist ja, man Wasser verpufft. 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 Ja. Hast du einen Wassereimer und gießt den aus, macht Puff und das Wasser ist weg. Deswegen kann man auch keine riesigen Obsidianseen im Neta machen. Sie gehen einfach weg. Das wäre schon witzig, mit einer Mod Wasser im Neta zu machen, aber das wäre dann schon wieder zu viel. Oder nicht? Wer ist das denn? Das ist ein Zombie-Pigman. Ich dachte gerade, ich bin doch angekommen. Ja.
haben wir es doch noch hingekriegt. Hi Dosti, du bist gerade durch die Lava. Du bist feuerfest. Wow, das kann nur ich. Hm. So, es geht ja doch relativ effizient. Ich habe da schon mal länger dran gesessen, diese blöde Lava auszumachen. Weil ich immer von unten versucht habe und dann tropft es immer oben und dann ging das immer weiter auseinander. Das war schon scheiße. Naja, mittlerweile habe ich den Reh raus. So, ziemlich. Unten ist das dann immer, wenn sich dann teilt. Ich tue mal das TNT hier weg. Das ist das TNT, puff, tot. Nee, tot werde ich dann nicht. Ich habe ja noch genug Rüssi. Aber das hätte schon enorm Damage wieder gemacht. Vielleicht hätte es mich dann auch wieder... Nein. Vielleicht hätte es mich dann schon wieder in Lava katapultiert. Dann wieder Escape. Ja. Wenn es sein muss, dann muss es sein. So, die müssen wir auch noch wieder abreißen. Wow. So. Na komm. Und sonst so? Obama war in Deutschland. Ach ja, das hat mich voll gewundert, dass das nicht erschossen wurde. Da haben ja genug Leute, genug Steuergelder für ausgegeben worden, dass das nicht passiert. Aber warum meinst du, dass er erschossen wird? Weil er auf dem Platz steht, frei und redet. Er stand ja und es gibt sowas wie Terroristen. Er stand ja nicht frei, da waren ja überall Panzerglas rum. Der hat sogar eigenes Panzerglas importiert, um geschützt zu sein. Nee. Doch. Echt? Ja. Aus den USA eingeflogenes Panzerglas, da das Deutsche nicht sicher genug sein soll. Des Weiteren haben die ja 8 Millionen ausgegeben für diesen Escort. Und ich weiß nicht, ein paar tausend Polizisten wurden in verschiedene Sektoren aufgereiht. In den ersten Sektoren war es Passkontrolle, im zweiten Sektor nach Waffenkontrolle und im dritten Sektor kamen nur bestimmte Personen rein, die dann wirklich nur vom Secret Service noch gewesen sind. Also das war wirklich, wenn der erschossen wurde, dann war das wirklich Meisterleistung. Mal locker machen können. Wie denn? Eine Bombe hat gereicht. Diese Sektoren, Alter, da hätten wir da ist nicht. Ja, da ist Raketenwerfer. Oder nein. Von oben, aus der Luft. Natürlich. Ich denke mal, das könnte man dann auch zu Hause machen, in den USA oder nicht. Ja. Da muss man nicht extra warten. Aber in Deutschland ist er noch ein bisschen demütiger. Demütigender. Demütige. Warum? Weil Digga Matti cool ist. Nein, ich meine, wieso demütigender? Was ist daran jetzt so schlimm für die Deutschen? Denk mal, ne? Ratter. Das musst du doch jetzt nicht totschweigen. Es klickt bei ihnen nicht. Doch, ich weiß genau, was du meinst, aber du kannst doch drüber reden. Hau raus, was meine ich denn? Er grinst nur, er hat keine Ahnung. Ich hab ne Ahnung, aber ich will es genauso wenig sagen, das ist halt so ein Tabuthema. Oh, Tabuthema, und du bist immer leiser. Ich merk's. Nee, aber das stimmt wohl. Das Headset beißt nicht, ist klar. Ham! Nee, die deutsche Vergangenheit ist halt so eine Sache. Aber mittlerweile hat sich das ja ziemlich gut erholt, ne? Die Deutschen sind Exportzweiter, waren mal Exporterster, sind eine beliebte Nation, sind sogar sehr, 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 sehr viel beliebter als die USA. Da kannst du mal dran denken. Und ist sogar in den oberen Top 10 der beliebtesten Länder der Welt. So kann sich das ändern. Ne? Was hast du dazu zu sagen? Deutschland halt, ne? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, Deutschland hat's drauf. Nee, aber ich weiß auch nicht. Komischerweise haben die Deutschen scheinen wir Deutschen nicht ganz so dumm zu sein. Das soll nichts gegen Ausländer sein, aber. Aber wenn man sich das mal so reinzieht. Jeder Ausländer, der in Deutschland ist, ist auch Deutscher. So kann man es doch sagen, oder? So wolltest du es sagen. Ich mit nichts gegen Ausländer. Nein, das meine ich nicht. Ich wollte damit nicht sagen, dass Ausländer dumm sind oder so. Das wäre ja mein Ding. Es gibt auch dumme Ausländer. Genauso wie dumme Deutsche. Oder ja. Ich meine das Allgemeinheit. Hawking ist auch ein Ausländer für uns. Ist er deswegen dumm? Wer? Hawking? Steven? Ach so. Naja, hat. Ist kreativ, sagen wir es mal so. Ja, er ist kreativ.
Ja, hi. Also, Leute, ihr seht's ja. Mir, beziehungsweise uns, ist Minecraft abgeschmiert vorhin. In der Aufnahme. Deswegen diese Aufmachung. Und, naja, Toasty ist weg. Ich bin noch da. Und, ja. Wir haben ganz schön viel Netherite gekriegt. Ja, ist jetzt nichts Großes passiert. Wir haben es eigentlich relativ früh gemerkt, aber dann war auch schon Schluss. Und ja, ich kann es dir ja mal zeigen, was jetzt da ist und was nicht. Aber es hat sich eigentlich nicht groß was geändert. Also, immer noch ein bisschen Schlachtfeld hier. Aber, naja, wir waren ja irgendwo da oben. Ja, hier, da, glaube ich. Und wollten Dingens ausmachen. Diesen Lavastrom hier. Und dann mal die Platte wieder voll. Das haben wir ziemlich spät gemerkt. Und naja. Also, wir waren da oben. Hingen dann aber fest. Also hatten eine kleine Philosophiestunde. Jetzt habe ich die Lava einfach noch reingemacht und ein bisschen was zurück, also ein paar Netherrack wieder zurückgemacht. Also ansonsten ist jetzt eigentlich, haben wir nichts weiter gemacht, dann, danach sind wir durchs Portal gegangen. Sind nochmal kurz durch die Gegend gelaufen, haben uns verabschiedet und dann war es auch Schluss. Das haben die halt nicht mehr, das habt ihr, konntet ihr halt dadurch nicht mehr sehen. Aua. Na komm. Alter. Ach nee. Ach, wir hatten noch auf friedlich. Stimmt, ich hatte ja vorher noch auf friedlich, um was zu gucken. Ich wollte eben gucken, also, ich meine, was um dieses, diesen Rückstand hier wieder hinzumachen. Mal gucken, eben schnell wieder mit dem Brennen aufhören. Nie. Alter, wenn man so, ja, da brennt man immer so lange. So. Ja. Ausgangssituation. Wir müssen jetzt nur noch diese zwei Lavaströme da ausmachen. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Somit war Toast ja nicht lange genug da, um um euch zu zeigen, was alles los ist. Also wir machen diesen Strom mal eben schnell aus. Und dann ist eigentlich diese Folge auch schon gegessen. Ich wollte eigentlich nur kurz mich entschuldigen, dass sie für diesen Abbruch. Da ging natürlich Zeitflöten. Und wir wollen die Folge ja nicht kürzer machen. Ne? Oh Mann. Moment. Es ist uns gestern auch die ganze. Also, gestern. Ja, es war gestern. Ich habe jetzt. Mit dem Hin und Her hatte ich mir gedacht, ja, gut, erstmal pennen, weil das war schon ziemlich spät, als Trosti da war. Und. Neuer Tag, neues Glück. Ganz einfach. So. Na komm. Na. So. Mhm. Jo. Und. Jo, das fließt mittlerweile ab. Also das war so ein Knackpunkt bei dem Zeugs. Alles andere ist halt wieder ganz normales Ablaufen. Also ein ganz normaler Ablauf beim Ablauf. Könnte man so sagen. Ach nö. Alter. Zum Glück sind wir relativ... Naja, brandfest. Hui. Alter. Ich glaube, das machen wir doch nächste Folge. Dann bereite ich mich nochmal auf die Lava vor. Gucken nochmal, wie wir es am besten wegmachen. Und wir gehen nochmal wieder zurück. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Und, naja, komm. Na.
Ja, es tut mir unendlich leid, dass es abgekackt ist, weil ich wollte endlich mal eine Folge mit Tosi ohne Komplik... Wie bist du denn hier mit reingekommen? Eine Folge mit Tosi ohne Komplikationen haben. Aber, naja. Was soll man tun? Auch cool mit dem neuen E da. Also... Also, was müssen wir jetzt nochmal? Die Streitachse des Olafs, Weltengräber, Excalibur, die sind alle fertig. Crusher, klar. Aber, ja, Rüstung und die Weltengräber, da sollten wir eigentlich in nächster Zeit mal wieder ein paar Special-Folgen machen. Und ich bin schon viel zu weit hier, nee. Ich mach schon wieder viel zu Überlänge. Also, das wollte ich nur eben kurz gesagt haben. Und wir sehen uns dann, morgen. Ja, oder, ja, morgen. Also, bis dann und tschüss, euer Vajim.